Jo, hallo, deine Mutter, ich kommentiere jetzt das Match, das du mir geschickt hast. Aber ey, wie, du spielst nicht gut, Mann. Ich bin eh zur Zeit frustriert und untervögelt und mit meiner neuen Flamme geht nichts voran. Also wie, du spielst scheiße, ich mach dich so fertig. Ich werde die 5 Sekunden Pause in 5 Sekunden aufheben. 5, 4, 3, 2, 1, los. Wir haben 6 Sekunden, 7 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden, 10 Sekunden. Position der Wehrmachtsbaracken passt, zwar ein Powerbauen, genau. Gegner baut Baracken. Gegner ist Henker. Ich weiß nicht, habe ich dieses Match vielleicht schon mal kommentiert, weil Henker hat mir die letzten Tage auch eins geschickt. Da hat er gewonnen und ist immer frontal in HMGs reingelaufen und hat auch ein paar kleine Fehler gemacht, aber im Großen und Ganzen ganz gut. Aber war das nicht gegen PI? Ich weiß es nicht mehr. Wir werden sehen, ob das das Match ist. Wenn es ist, dann kommentiere ich halt aus deiner Sicht nochmal. Volks, nichts anderes. Du fängst mir gegen Amis mit nichts anderem als Volks an. Ja, genau richtig. Volks als erstes. Ja, was gibt's zu sagen? Spiel rechtslastig, das ist auf der Seite, auf der Map, die bessere Seite. Sind mehr Depots und die zwei Siegmarken sind auch rechts. Bloß wenn du im Süden startest, hast du halt oft die gute Option, dass die linken Depots dir gehören. Dass die linken Depots dir gehören, weil du da leichter rankommst, kürzere Wege hast und deine Base ist auf die linke Seite hin offen. Volks ab nach vorne. Ja, gibt nicht viel zu sagen. Du hast eine normale Cap Order. Aber jetzt mit der Cap Order müssen die Volks nach rechts und den Kontrollpunkt für den 10er Sprit connecten. Jupp, Ger. Mit MG42 Bild. Ich glaube, ich habe dieses Match schon mal kommentiert, oder? Du verlierst am Schluss. Kann es sein, wirst du aber noch ewig in deiner Base belagert. Und du, deine Mutter. Ich weiß es nicht. Habe ich das schon kommentiert? Als zweites HMG. Schwimmwagen. Es ist so vieles möglich mit Wehrmacht gegen Ami. Gegen Briten noch mehr, aber. Du kannst fast alles spielen, bis auf allzu frühen Sniper würde ich nicht bringen. Ja, jetzt müsst ihr eigentlich rechts connecten, weil jetzt kriegen die den 10er Sprit und du hast ihn noch nicht connected. Außerdem würde ich offensiv gegen die Mitte vorgehen und schauen, was der Gegner hat. Angenommen, der Gegner hat WSC, musst du die zweite Einheit variieren und darfst nicht HMG bauen. Deshalb würde ich mit der Cap Order sofort zu dem Kontrollpunkt hin mit dem Volks als erstes. Und diese blöde 10er Munition lässt er entweder dem linken Pyro nach dem 10er Sprit oder du machst mit dem rechten Pyro. Aber du musst schon nach vorne gehen. Nicht, dass der Gegner WSC baut und du hast dann als zweite Einheit HMG auf dem Feld. Und bist dann voll am Arsch. Genau, in Deckung. Henker geht auf Short Range ran. Ja, genau, weg. Ja, genau. Du gehst mir jetzt weg und versteckst dich hinter irgendwelchen Busch und wartest auf den HMG. Als nächstes würde ich dir empfehlen, nochmal Volks zu machen. Ja, verdammte Scheiße. Jetzt hast du den Kontrollpunkt nicht gekriegt. Egal, was du jetzt da drüben capst, du kriegst es nicht. Hör auf zu cappen und kämpf. Rechts, hör auf zu cappen und kämpf. Volks aufs Feld. Ja, es ist kacke. Hättest du den Kontrollpunkt gleich eingenommen, könntest du ihn anständig verteidigen. Hättest du dir Wire und Sandsäcke bauen können. Oder zumindest dem Gegner die Deckung zuweilen. Jetzt geht gar nichts. Jetzt hast du dich recht verpisst. Ja, du kriegst plus 10 Sprit und plus 10 Munition kriegst du nicht. Links im Pyro-Kampf wirst du vermutlich verlieren. Wenn du einen Mann verlierst, musst du sofort abhauen. Jetzt hast du deine Depots rechts nicht gekriegt. Henker hat jetzt einen übelsten Vorteil. HMG zu weit hinten aufgebaut. Zumindest der Presto ist die zweiten Rifles. Aber ich hätte weiter vorne aufgebaut. Ja, links, der Kampf ist immer noch nicht entschieden. Bei wem ein Mann fällt, der muss abhauen. Jetzt hast du wieder Chancen. Da der Gegner nur noch zwei hat, hast du ein Drittel der Feuerkraft verloren. Ja, genau, heimgehen, endlich weiter nach vorne. Was hast du als nächste Einheit nochmal Volks? Ja. Und ich würde nochmal Volks empfehlen. Oder Motorrad, wenn du willst. Ja, du hast keinen einzigen Sprit jetzt gekriegt. Total beschissen. Wärst du gleich nach rechts rüber, hättest connected, dann hätte der Gegner dir die Dinge offensiv wegcappen müssen. Dabei wäre er draufgegangen. Hopp, sofort den Sprit cappen. Den Kontrollpunkt cappen. Mit zumindest einen 10er Sprit kriegt. Du hast Mann links verloren, musstest dich verpissen, ja, ist klar. Mit deinem HMG hinten. Los, hin mit der Volks, ja, genau. Schön, du wirst die Deckung für den Feind zu. Ehrlich, glaube ich, kenne das Match noch nicht. Nicht weiter weglaufen mit dem HMG, bevor du aufbaust. Weiter weg, du musst viel weiter weglaufen. Mit den Volks näher ran. Jetzt muss HMG zurückziehen, wird noch Mann verlieren. Ja, du, was baust du jetzt? Entweder T2 oder noch eine T1, nein, entscheid dich, Mann. Der wird dich ja ordentlich ab im Early. Stehen bleiben, um auf die Rifles zu schießen. Bau dein Wire fertig. Bau dein Wire fertig und schick den Pyro, wenn er reinforced, wieder nach links. HMG wieder ab nach vorne. Baust nochmal HMG. Ja, ist eine passable Spielweise. Zwei Volks, zwei HMG. Los, weiter cappen, Wire bauen, Sandsäcke bauen. Hopp, 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 Angriff. Angriff, gegen die Mitte weiter vorgehen. Beide HMGs als Backup nehmen. Linke Flanke mit Minen decken, meiner Ansicht nach. Also, von der Wehrmachtsbarke bis oben zu der Hecke hin, da deckst du mir hier mit Minen ab. Und die HMG schickst du auf die rechte Seite, meiner Ansicht nach. Besser. Kannst auf T2 gehen, wenn du willst. Links, das wird zu hart, auch mit Flamer. Wenn der Gegner, ja, wenn der Gegner rusht, so wie er es jetzt macht, ist zu hart, weg, ja. Gehst bloß drauf. Gehst bloß drauf.
Okay, du hast gesehen, der Gegner ist hinten. Zur Vorsicht würde ich mein HMG nach links umbauen. Zur Vorsicht nach links umbauen. Bau dir noch mehr Wire und Sandsäcke. Wire und Sandsäcke mit den Volks, mit den vier Mann, die nichts machen, oder in der Mitte cappen. Okay, du kriegst deine Rifles, die werden suppressed. Ne, sind entkommen ohne Suppression, Pech gehabt. Gute Techs auf T2, mach's auch, baus auch gleich. Kannst mit beiden Pyros bauen und sofort Grants ausspucken. Gut, du capst in der Mitte, wenn du die Rifles kommst, zurückweichen. Zurückweichen aufs HMG, genau. Nicht um jeden Preis cappen. Hättest du es nach links umgebaut, müsstest jetzt wieder nach rechts umbauen. Jetzt kommt es dir zugute, dass du die Deckung hier zugewired hast. Der Gegner kann nicht auf Short ran. Zurückweichen. Zurückweichen zum HMG. Zweites HMG. Kannst eins nach rechts aufbauen und eins nach oben. Die linke Flanke kannst du mit Minen decken. Denn die Pyros, die da stehen, die zwei Mann mit wenig HP, die legen hier Minen. Bau T2, na los. Bau T2 mit beiden Pyros oder mit einem, wie du willst. Gute HMG-Position so. So überlebst du schon einigermaßen. Bloß die 16er Munition, die bräuchtest du noch. Dann passt schon. Die 16er Munition brauchst du noch. Es ist klar, dass du eben in der ersten Hälfte des Spiels weniger Map-Control hast als der Feind. Ja, du hättest T2 schon längst bauen müssen. Was bringt Henker? Frühe Macht oder frühen 10-17. Der kommt wirklich scheiß früh, weil er den gesamten Sprit hatte. Du hättest rechts connecten müssen und schnell auf T2 gehen. Jetzt ist klar, dass die erste Einheit muss eine Pack sein. Oder da du hast zu wenig. Du hast zu wenig Munition für Shrek, also bau eine Pack. Nicht mit beiden Squads cappen, einer baut Wire und Sandsäcke hier. Nicht mit beiden cappen, es bringt überhaupt nichts. Aber du kommst schon klar mit dem Map Controller. Was baut er denn? T17 wahrscheinlich, oder? Kann es sein? Ne, M8. Okay. Na, du kommst schon einigermaßen klar, bloß jetzt muss eine Pack raus. Mit beiden Pyros hätte ich gebaut. Schau, das musst du bis ungefähr einschätzen können von dem Manpower her, wie du fertig wirst. Bauzeit ist, glaube ich, 30 Sekunden oder so. Und dann rechne halt aus, wie viel du bis dahin hast. Ja, genau, Pack, nichts anderes. Ja, der kommt noch einigermaßen rechtzeitig. Du wirst ein bisschen Map Control wirst du verlieren, aber er wird dich damit nicht in den Arsch treten. Du hättest überhaupt schnell auf T2 gehen sollen, mit beiden Pyros bauen. Und hättest du rechts hier schneller den Kontrollpunkt am Anfang connected. Das ist ein Chokepunkt, der Gegner greift da an. Den musst du. Es ist viel besser, den zu verteidigen, als ihn später einnehmen zu müssen unter dem Feindfeuer. Das ist schlecht. Okay, der macht es da, der braucht noch Schützen, bevor er ihn anständig einsetzen kann. Deshalb hast du genug Zeit für die Pack. Ist aber wirklich früh da, Minute 7, das passt. Recht viel früher kriegt man ihn kaum raus. Bei vernünftigen Gegner hat man schön Medic Bunker. Wirst du wohl bauen, du hast zwei Mann Infanterie Squads, da geht es schon. Aber dann musst du mit den zwei, drei Mann sofort zurück. Zwei Mann, Retreat, Retreat mit den zwei Mann. Pack sofort nach vorne. Pack sofort nach vorne, wo sind die anderen Volks, andere Volks rüber? Ja, genau, baut beide halt. Ja, nicht Retreat, bisschen zurückziehen, sonst verlierst du deinen Bunker, verlierst deine gesamte Position. War auch schlechtes. Ja, Bunker abbrechen, alles ab nach Hause. Bunker abbrechen. Warum bricht den Bunker ab? Du gehst nur drauf beim Bauen. Abbrechen, ab nach Hause. Ah! Ja toll, jetzt kriegen die den Bunker und dein Flame Power kriegt voll Unikill. Oder? Ne, ist ohne Entkommen. Rein gehabt, aber der Bunker bringt jetzt gar nicht. Ja, die Pack muss beschützen, Mann. Kannst du nicht alleine rumstehen lassen. Hopp, HMGs aufbauen. Guter Angriff von Henker. Ja, Pack ausgefallen. Wieso hast du da hingeschoben? Ist klar, du kriegst den im 8 nicht. Selbst wenn du einen Schuss abgeben kannst, dann reparieren die Dinger, reparieren die Typen das wieder. Pack bemannen, sobald die Flame Powers kaputt sind oder sich. Nein, nicht jetzt, mein geht aber sofort wieder drauf. Sobald die Flame Powers weg sind und dabei rettest du dich mit Faust. Verpass ihm nochmal Faust. Los, Faust. Faust ihn. Verpass ihm nochmal Faust, Mann. Jawohl. Jetzt muss er sich eigentlich verpissen, wenn er keinen Lost riskieren will. Ja, er bleibt da. Du hast leider nicht genug Munition für nochmal Faust. Ja, zu spät auf T2 getecht. Rechts am Anfang den Kontrollpunkt nicht eingenommen. Also ist schon sehr gewagt, was Henker hier bringt. Dabei muss er eigentlich drauf gehen. Hättest du vier Munition vorher mehr gehabt, dann wäre er draufgegangen mit seinem M8. Dann wäre er wieder im Arsch. Wird wahrscheinlich noch ein M8 bringen, gut möglich. Faust ihn, ja. Versuch's zumindest, vertreib ihn. So, nochmal. Jetzt kannst du Grants aufs Feld bringen. Hol Grants aufs Feld. Und hol dir auch dein HMG wieder. Grants aufs Feld. Ja, den Bunker fertig zu stellen war kompletter Scheiß. Einmal reinforcen, ob HMG nach vorne, Flame Pass nach vorne, Grants bauen. Grants bauen, verdammt nochmal, wieso war das HMG und die Volks nicht vorne? Jetzt wird es fast wieder gegen die Flame Pass draufgegangen. Baus HMG auf, reinforce die Pack. Reparier die Pack auch mit den anderen Pyros und Volks ab nach vorne, HMG bemannen. Ja, schön, so passt schon einigermaßen. Bloß du musst jetzt wieder aus der Kacke hier rauskommen. Hopp, HMG ist offensiv nach vorne verlegen, sobald das zweite steht. Zweites nach vorne verlegen und das linke verlegst du mir nach oben. Linkes nach oben verlegen. Und das rechte nach vorne. Also ungefähr dahin, wo die kaputte Mauer jetzt ist. Das linke HMG verlegst du mir nach oben. Auch nach links oben.
Heimgeh nach vorne, genau. Was baust du? Grants, richtig. For the Fatherland, du spielst Death Doctrine. Jetzt musst du rauskommen hier. Wenn du noch länger wartest, gehst du drauf. Ohne Ende. Cap nach links. Schick Pyros nach links zum Durchcappen. Die Flame Pyros nach links zum Durchcappen schicken. Gut, so passt schon. Du hast einen soliden Aufbau. Schick die Flame Pyros nach links zum Durchcappen. 16er Munition und 10er Sprit. Dann kommst du schon wieder raus hier. Jawohl, guter Aufbau so. So kommst du klar. So kommst du klar. Sobald du den zweiten M8 siehst, musst du noch eine zweite Pack bringen. Du kommst schon so klar. Passt schon. Nach links durchcappen. Sobald du siehst, dass die M8 rüberkommt, siehst du jetzt, pack nach links drehen. Pack nach links drehen. Enttarnen und nach vorne fahren. Pack enttarnen und nach vorne fahren. Enttarnen. Nicht getarnt. Enttarnen. Okay, der Gegner kommt her. Ohne Schürzen ist der wahnsinnig. Ja, Feierabend M8 sofort. Strafing Run voll für den Hund. Pack Reinforcen und reparieren. Pack Reinforcen, reparieren. Flak ausschlachten. Nach links durchketten. Na los. Hopp, 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 hopp. Ja, rechts wurdest du wieder vertrieben. Ja, warum eigentlich, Mann? Der war nur ein Mann. Hättest ihn erschossen. Full Unit Killer hättest weiterketten können. Los. Los, ab nach vorne. Pack nach vorne verschieben. Reparieren. Hopp, kept nach links durch. Verschiebt die Einheiten. Verschiebt das linke HMG nach oben. Schlacht das Wrack aus. Pack. Pack auch nach links verschieben. Du siehst, weiß nicht, wo der M8 ist. Aber du hast rechts Volks. Willst du mit Wetten anfangen? Eigentlich brauchst du noch mehr Einheiten. Du hast For the Fatherland bereit. Ja, verdammt nochmal, du musst HMG, man hättest du längst nach vorne verlegen müssen. So kann es die Volks nicht unterstützen. Nicht aufbauen, nach vorne verlegen, Mann. Zu dem scheiß Heuhaufen. Wenn du es hinter dem Heuhaufen aufbaust und rüberschwenkst, dann kannst du die gesamte Spektrum bis zu dem Kontrollpunkt rüber abdecken. Ja, jetzt läuft er wieder in die Suppression rein. Bleib vorne, bleib vorne. For the Fatherland rentiert sich nicht, der Gegner ist zu schwach. Gegner ist zu schwach, ja genau, schlag das Fahrrad aus. Ja, du spielst gar nicht schlecht, bloß im Early ein paar Kleinigkeiten. Und Henk hat die konsequent ausgenutzt. Hopp, ab nach vorne, du brauchst den 10er Sprit, brauchst die Munition, sonst kriegt der Gegner hier Strafing Run ohne Ende. Und jetzt wettest du mir dann mal. Wenn du noch einen Grand Squad auf dem Feld hast, dann fangst du mir mit Wetten an. Genau, Cap nach links durch, pack nach vorne. Endlich pack nach vorne. Pack müssen die Volks decken beim Cappen. Jetzt hat er dich schon wieder umgangen, das ist echt übel. Oberes HMG umdrehen, oberes HMG umdrehen, nicht unteres, das ist klar, das geht drauf. Oberes HMG, ja, Glück gehabt, dass du ihn jetzt gepinnt hast, aber das hätte genauso gut in die Hose gehen können. Flame Pyro hin, oberes HMG hättest du umbauen müssen. Ja, scheiß Drafting Run schon wieder. Aber die kriegst du hier, oberes HMG, jawohl, wirkt jetzt endlich. Ja, das Drafting Run in der aktuellen Version hat mich vorhin auch übelst auf Rails und Metal, hat mich der Drafting Run übelst weggehauen und keine Granate auf drei Mann, das ist ja voll für den Hund. Los, gib ihm Full Unikill, bemann dein HMG wieder und zwar mit Volks, die sind dafür geeignet, am besten die fünf Mann oben. Gut, jetzt wieder M8 da, Faustin, wo sind die Volks, die ihn fausten müssen? In der Base, Faustin. Faustin, du hättest deine Pack längst reparieren müssen, jetzt geht sie deswegen drauf. Wenn er nochmal auf die Pack schießt, geht die Pack deshalb drauf. Ah, jetzt ist schon so lau an AP, dass du sie verlierst, wenn er nochmal drauf schießt. Du musst ihn fausten, hopp. Jetzt ist sie so lau an AP, dass du kaum wieder bemannen kannst, weil du sofort drauf gehst. Zu wenig AT und zu spät, meiner Ansicht nach. Das ist das Problem. Ja, bemann die Pack, hopp. Besser als gar nichts, verdammte Scheiße. Hast du Shrek hergegeben? Jawohl, kriegst auch gleich. Bemann die Pack, ist besser als gar nichts. So, hopp, ab nach vorne. HMG wieder bemannen, genau. Infanterie reinforcen, Pack nehmen und sofort reparieren, verdammt nochmal. Brauchst nochmal eine Pack. Ja, bemann die andere. Mit Volks, da kriegst du so billig hin. Hopp, schick irgendwas in die linke Ecke hinter zum Cappen. Du musst jetzt anfangen aufzubauen. Bau dein Spiel auf. Hopp. HMG ist wieder nach vorne verlegen. Reinforcen ab nach vorne. Grants zu reinforcen ab nach vorne. Fang mit Wetten an. Wett 1 hergeben. Deine Infanterie hat ordentlich HP-Verlust. Da diese Volks hier sind auf 50% runter und sind voll reinforced. Cap nach links durch. Nach links durch, Cappen. Wieso stehen deine zwei Männer von diesen Squads bei dem unteren Siegmarke rum und machen nichts? Reparier deine scheiß Pack. Wieder, wieder Pyros auffällt, du hast überhaupt keine Pyros mehr. Du brauchst Pyros. Und da du Def genommen hast, baust du mir jetzt einen Bunker. Und zwar bei dem Kontrollpunkt oberhalb von deiner Base, da baust du ihn hin. Da du hier kämpfen wirst. So, die HMGs hätten längst wieder nach vorne gemusst. Verdammt nochmal, HMGs nach vorne. Eins nach rechts aufbauen. Gegen die 10er Munition rechts und eins schickst du mit deiner Main-Infanterie nach oben mit. Greif an, du hast For the Fatherland für den Notfall. Wenn da wirklich viel ist, hopp. Lass nicht zu, dass sie den 16er Munition die cappen. HMG nach vorne, verleg Infanterieangriff, du hast For the Fatherland bereit. Wett 1 endlich. Jawohl, Wett 1. Hopp, schick die ganzen Grands und Volks da vorne. Pyros aufs Feld, Pack reparieren, Medic Bunker bauen. Na los, hopp. Henk hat noch T4 nachgeschoben, aber du hast zwei Packs, du bist gerüstet. Reparier die andere. Shrek hast du auch.
For the Fallen ist auch bereit. Er hat verdammt den Satz den Sektor verloren. Es hätte nicht sein dürfen. Wenn du angreifst, solange der Sektor noch dir gehört, kannst du For the Fallen aktivieren, dann schaffst du's. Pyros aufs Feld. Jawohl, du hast Pyros. Hopp ab nach vorne. Pack reparieren, Medic Bunker bauen und ein paar Minen legen. Jetzt For the Fallen, jetzt hast du den Sektor verloren da oben. Das ist ja Bullshit, jetzt For the Fallen anzuwenden. Du hast ja kaum eigenes Territorium. Und gegen die Flame Pyros nützt es auch nicht so viel. Ja, wärst du am Anfang nach oben vorgegangen, dann hättest du es oben gekriegt. Und HMG musst du hier bei der 10er Munition weiter hinten aufbauen. Schau mal. Wenn du es weiter hinten aufbaust, deckst du trotzdem gesamt ab. Wenn du so aufbaust wie du hier, dann kannst du voll leicht flankiert werden. Stellst da ungefähr bei deiner Pack hinten auf, dann kannst du das gesamte abdecken. Dann hättest du hier, wäre Infanterieeinsatz hier überhaupt nicht nötig gewesen. So, jetzt greifst du immer auf einer Seite an und zwar mit allem und nicht wieder so beschissen verteilt. Links cappen höchstens Pyro durch, nachdem sie die Pack repariert haben. Die gesamte Man-Infanterie geht nach rechts und das nächste, was du machst, ist Wettzweifel-Infanterie. Genau richtig. Und jetzt kommst du auch wieder auf die Beine hier. Aber du musst zusammenkämpfen, Mann. Pack nach vorne und tarnen. Zusammenkämpfen. Was machst du? Was teilst du dich denn hier auf? Das kostet dich Kopf und Kragen. Scheiß Aufteilerei. Gegner viel zu offensiv. Linke Pack umdrehen. Hätte längst repariert sein müssen, der linke Pack. Kannst du deswegen übelst Ärger kriegen. Scheiße, ausgefallen. Aber du hast die andere noch. Du kommst einig... Oh, fuck. Ja, Shrek verloren. Shrek Drop. Ja, wo ist denn die Infanterie? Links, hopp, hin. Hin und Shrek nehmen. Volks Retreat. So, du machst nicht viele Fehler. Aber Henker ist sehr gut. Leider, das ist das Problem. Los, linke Pack nach vorne, linke Pack nach vorne, Shred nehmen mit Volks, hopp. Ja, dieser Strafing Runner hat mich vorhin auch übelst in den Arsch getreten, die ganze Zeit, das nervt echt. 16 Munition und 10er Sprit im Eck hinten, Captain. Wo sind die Pyros? Ja, da sind sie. M8 Frag ausschlachten, richtig, Panzerschreck aufnehmen und retreaten, wunderbar, Pack wieder tarnen. Deine Packs brauchen Reparatur. Schlacht den Scheiß aus, nicht ne, wo läufst du mit dem Pyros hin? Pack reparieren, Grand Frag ausschlachten, Pack wieder tarnen. Du hast eine Macht, wenn nicht, das passt schon ungefähr. Gegner hat jede Menge Munition rausgeschmissen, aber jetzt musst du eben die Munitionsdepots nehmen, komm wieder auf die Beine. Wir sind bei 16 Minuten, 54, 55, 56, nicht aufgeben. War das eine Pack? Ja, aber natürlich war das eine Pack. Reparier die andere Pack, schlacht das Grand Frag aus, hopp, nicht blöd rumstehen. Hopp, ab ins Eck, 10er Sprit, Captain. Gegner darf nicht noch mehr Sprit kriegen, der flattert wahrscheinlich eh schon wie Sau und bringt Panzer ohne Ende. Ja, der kann wieder einen Sherman bauen. Lass ihm nicht so viel Sprit und kämpft zusammen. Jawohl, Bunker bauen, Packs reparieren, M8 Frag ausschlachten. Volks zurückziehen, ist viel zu hart da vorne. Volks zurückziehen, ist viel zu hart da vorne. Wo ist der HMG aufbauen? Genau, HMG aufbauen, Medic Bunker hergeben. Du hast Infanterielastige. Ja, hopp, HMG aufbauen, genau. Wunderbar, du kriegst die hier. Henker, diesmal leider ist hier mit sehr viel besseren, mit sehr viel besseren Flankierungsmanövern als in dem Spiel, das ich von ihm kommentiert habe. Aber du hast ihn ja abgewehrt, wunderbar. Kriegst schon so hin. Genau, pack ein bisschen zurück. Schlacht mir das Fuck aus, reparier die andere Pack. Du kommst auf die Beine. Du kommst auf die Beine. Ist gut so. Noch mehr Grants. Nicht schon bei 3, du brauchst nur mehr Grants. Nicht schon bei 3. Ja, der Gegner wird zurückgeschlagen. Jetzt hat er eine Pack gebracht, das Angst vor deinen Fahrzeugen, obwohl du überhaupt keinen Sprit hattest und Wett gezeigt. Das ist Fehler von ihm. Jetzt hast du die Chance, wieder auf die Beine zu kommen. Nicht allein nach vorne. Nicht allein nach vorne. Die anderen Volks auch noch dazu. Genau, nimm den Kontrollpunkt. Du kommst auf die Beine. Du hast echt eine Chance jetzt. Obwohl du einiges an Fehlern gemacht hast und Henker im Early super gespielt hat. Kommst auf die Beine. Pack gesehen. Wunderbar. Jetzt weiß der Gegner, schmeißt seine Manpower für Müll raus. Hopp, mit den 3 Volks kämpfst du mir den Kontrollpunkt. Der Rest kämpft. Genau, Schlacht des Grand Frag raus. Du spielst im Moment ausgezeichnet. Links weiter vor gegen den Kontrollpunkt. Und sobald du in der Mitte angegriffen wirst, gehst du wieder dahin. Jetzt brauchst du unbedingt mehr Grants aufs Feld. Die nächste Einheit muss Grand sein nach Wett 3. Du kommst auf die Beine. Du spielst im Moment super. Hinter die verdammten Heuhaufen mit den 5 Mann. Aufpassen auf Off-Map. Also auf Strafing Run oder sowas. Du siehst den Ding. Mit den Grants weg. Mit den Grants ab nach Hause. Sofort. Mit 3 ab nach Hause. Mit 3 Grants links ab nach Hause. Überhaupt keine Chance gegen Crocodile. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Jawohl. Genau. Richtig. Rechtzeitig. Grants aufs Feld. Grants aufs Feld. Wo sind die anderen? Ja, du hättest die 3 Mann verteidigen müssen mit deinen 5 Mann. Jetzt bist du wieder zu zerteilt. Aber HMG passt so, ist passabel aufgebaut, bei unterhalb dieser Büsche. Also wo der Gegner vorhin durchflankiert hat, da legst du mir bitte Minen hin. Legst du mir bitte Minen hin und jetzt kannst du entweder gegen... Jetzt gehst du am besten vermutlich gegen die rechte Seite vor. Packst alles nach rechts verlegen, endlich reparierst du die Pack längst fällig, Ground, Frag restlich ausschlachten und dann gehst du mir gegen rechts vor. Du verlegst die Packs einfach nach rechts. Eine dahin, wo jetzt dein HMG steht und die andere dahinter als Deckung gegen links. Ein paar Minen legst du mir,
Dann baust du noch mehr Main-Infanterie und dann greifst du rechts massiv an. Das Problem ist, dass der Gegner halt so viel Sprit hatte, weil du im Early ein paar Fehler gemacht hast. Jetzt kann der Gegner natürlich Panzer spammen ohne Ende. Und da er rechnet halt damit, dass du jetzt auch mit Panzern konterst, deshalb hat er eine Pack gebracht. Aber dafür fehlt dir natürlich der Sprit. Aber du hast schon eine Chance. Du hast echt eine Chance. Du willst deine Rifles mit W3 ordentlich kassieren, bloß unterstützt mit Pack. Wenn du jetzt rechts angreifen willst, das willst du anscheinend, dann verleg deinen ganzen Scheiß nach rechts. Hopp, Packs nach rechts verlegen. Die linke Pack, also die im Moment nach oben schaut, die stellst du mir unterhalb von deinem Medic-Bunker da irgendwo hin. Mit Schussfeld nach links oben. Und die andere Pack stellst du mir nach rechts zu deinem HMG hin. Dann natürlich nicht direkt nebeneinander, damit nicht alles gegen Strafing Run fällt. Und pump noch mehr Grants aufs Feld. Du hast eine Chance, aber die wird jetzt schon langsam knapp von den VPs hier. Hauptgreif an. Nicht allein, Mann. Nicht allein mit der Volks. Wo ist die Pack, Mann? Die Pack muss nach vorne. Und so viel Panzer, wie du vom Feind gesehen hast, wäre noch eine Pack wahrscheinlich auch nicht falsch. Immerhin sind es Sprockleits. Du stehst rechts schreit nach Strafing Run. Ja, verdammt nochmal, da ist er auch schon vollkommen klar. Jetzt, nein, nein, Mann. Nein, for the Fatherland hättest du aktivieren müssen. Da stehst du sofort aus der Suppression auf. Mit der das eine Squad hättest du zurückziehen können. Der Rest muss da bleiben. For the Fatherland, du stehst sofort aus der Suppression auf. Du warst auf eigenem Gebiet. Fehler, Mann. Das war vielleicht eine deiner letzten Chancen. Ob, komm sofort in die Gänge. Reinforce ab nach vorne. Genau, noch mehr Grants poppen. Und jetzt gibst du mir auch mal Shrek her. Schlacht das Grand Frack aus, verlegt deine Pack nach rechts und greift massiv rechts an. Die Kallis wollen jetzt einen Base Rush machen. Ja, wieso hast du nicht mehr Shreks hergegeben? Du hast zu wenig Shreks hergegeben. Du flattest Munition. Enttarnen war Unsinn, solange du noch nicht gefeuert hast. Los, hin mit... Du brauchst deine Shrek Grants. Shrek Grants sofort fausten. Alles an AT aufbieten, was du hast. Alles an AT aufbieten. Du erwischt einen Croc. Einen Croc erwischt du. Jawohl, jawohl, du kriegst ihn. Fuck, die Pack ist ausgefallen. Schau, dass du den kaputten Croc kriegst. Ah, das wird wieder übelste Scheiße hier. Oh, der nimmt dich ordentlich auseinander. Oh, scheiße, das war teuer. Pack sofort recruiten, linke Pack recruiten. Sofort, die andere recruitest du mir auch mit Volks. Linke Pack recruiten, gib den Sherman den Kill. Mach ihn platt. Linke Pack recruiten. Nicht mit Shrek, der ist unzuverlässiger. Ja, hättest die Pack recruiten, könntest du umdrehen, kriegst ihn jetzt. Leider ist HMG auch ausgefallen. Greif rechts an, massiv. Pack dazu, wir machen beide Packs wieder. Ja, verdammt nochmal, mit Pack hättest du diesen kaputten Croc gekriegt. So kriegst du ihn nicht. Bemann endlich die verdammten Packs wieder. Nicht mit Grants. Mit Volksmann. Du brauchst beide Packs gegen diesen Scheiß. Hopp, Packs nach vorne fahren. Bemannen ab nach vorne. Geh nach oben, du vor. Du weißt, die sind beide down. Hm. Ja, musst ein bisschen bissiger sein. Was hast du jetzt hergegeben? Hast du nochmal ein paar Shrek hergegeben? Ja, Reinforce am Medic Bunker. Ab nach rechts. Ab nach rechts. Sofort ab nach rechts. Jetzt sind die Crocs schon weg. Wärst du sofort nachher eine Chance gehabt. Jetzt bringst du mir alles nach rechts. Alles an Kampfkraft nach rechts. Und legst mir links Minen, damit der Gegner dich nicht mehr so leicht flankieren kann. Du kannst noch eine Pack bringen oder noch mehr Grants. Beides möglich. Greif rechts an. Du brauchst die VPs jetzt. Brauchst jetzt die VPs. Henker wird dich wieder unterhalb der Hecke flankieren. Da muss eine Mine hin. Wenn er das schon die ganze Zeit macht. Da muss eine verdammte Mine hin. Willst du deine MG jetzt im Medic-Bunker reinstecken? Du hast gesehen, oder? Du hast die verbesserte Sicht. Du weißt, dass er da unten flankiert. Schön, greif rechts an. Hopp, Main-Infanterie nach rechts rüber, sobald Reinforced. Nach rechts, Mann. Nicht die 16er Munition. Du brauchst jetzt VPs. Schau mal dich an. 150 VP. Du bist voll down. Voll down. Schön, du ballest ihn ordentlich über den Haufen. Gut, und jetzt greifst du mir massiv rechts an. Beide Packs nach rechts rüber. Links Minen liegen. Kannst noch eine Pack bringen oder noch mehr Grants. Aber jetzt hast du ihn zurückgeschlagen. Jetzt muss dein Angriff kommen. Hopp, mach für deinen Angriff. Nicht links und rechts, ausschließlich rechts führen. Ausschließlich rechts führen. Wenn der Angriff jetzt gelingt und du danach nicht nochmal gegen die Crocs aufs Maul fällst, dann gewinnst du. Nicht links und rechts, nur rechts. Das ist echt noch eine Chance. Ja, mach was mit deiner Manpower, noch eine Pack oder noch mehr Grants. Hopp, mach was mit deiner Manpower. Wenn der dich nochmal kriegt, bist du im Arsch und du hast eh schon ordentlich Verluste kassiert. Grants, Pack, hopp, mach was, nicht 600 Manpower aufladen. Halt deine Einheiten zusammen rechts. HMG passt so. HMG passt so, Pack nach vorne, ja genau. Die linke Pack ist furchtbar aufgestellt, stell sie südlich von deinem Medic-Bunker hin. Da musst du die hinstellen. Wieder Strafing drauf gekriegt. Ja, nicht sofort fliehen. Hopp, mehr Main-Infanterie, was baust du? Grants, richtig. Du spielst nicht schlecht. Henker spielt nur immer spielt nur leider besser. Okay, jetzt hat er drei Crocs. Ja, eine Pack wäre nicht falsch gewesen. Ja, die linke Pack steht furchtbar. Wenn ihr zumindest beim Medic-Bunker steht, dann kann sie noch nach rechts wirken, aber so kann sie ja nur nach links wirken. Nicht gut. Und wenn die nochmal angreifen, haust du mir sofort vor the Fatherland rein. Du hast die Munition. Kannst du nochmal Shrek hergeben.
Okay, du hast die drei Crocs gesehen, sofort nochmal eine Pack bauen, drei Crocs, sofort eine Pack, Instant Pack, Mann, nochmal Shrek hergeben. Instant Pack, ja, wenn du links mit zwei Spots angreifst, gehst du drauf, rechts gehst du auch drauf, weil du rechts nur einen Bruchteil deiner Kräfte hast. Zum Glück wurde der Gegner wieder gepinnt. Nicht zurückziehen mit den drei, Mann, jetzt können die dein HMG nehmen. Mann, ab nach vorne Main-Infanterie, sofort. Kriegst du zum ersten Mal Zombies. Gut, dass du VP hast. Jetzt kämpfst du mir ausschließlich rechts, bitte. Und du hast du hast drei Crocs gesehen, da müssen auch drei Packs her. Und die linke Pack, so wie die steht, ist voll am Arsch. Zum Glück greift der Gegner jetzt nur mit einem Croc an. Sonst hätte überhaupt keine Chance, wenn er mit allen drei angreifen würde. Weg da aus dem Crocfeuer. Du hast drei Crocs gesehen, da müssen drei Packs her. Die linke Pack, ja, endlich fahr sie rüber. Du spielst nicht schlecht. Du spielst gut, bloß der Gegner ist leider besser. Hopp, Main-Infanterie nach vorne. Reinforcen ab nach vorne. HMG, okay. Ja, ist passabel. Gegner spielt zwar Croc-lastig und ich hätte jetzt eher. Jetzt bau Pack nochmal. Drei Crocs müssen drei Packs her. Was ziehst du die. Moment, wo sind deine Packs? Deine linke Pack steht immer noch scheiße und die rechte hast jetzt aus dem. Hast jetzt zurückgezogen. Fahr sie wieder nach vorne. So kann sie dich nie unterstützen. Du musst den mittleren VP wieder kriegen. Ab höchste Eisenbahn VP zu gehen. Du hast noch mehr Free-Zombies gekriegt. Ja, nicht. Warum steht die Pack so weit hinten? Das kann dir nicht helfen. Das ist voll beschissen, Mann. Fahr die Pack nach vorne. Fahr die scheiß rechte Pack nach vorne. Die linke Pack, wo ist die hin? Nein, die steht auch scheiße. Stell sie unterhalb vom Medic Book hin, dann kann sie nach rechts und nach links wirken. So wie sie da steht, wird sie höchstens von Infanterie überrannt. Schlecht, Mann. Rechte Pack nach vorne, noch eine nachbauen. Ja, wie willst du denn da vorne gegen die Crocs klarkommen ohne Pack, Mann? Fahr die Pack nach vorne. Und wenn du die linke Pack unterhalb des Medic Bunkers hinstellst, dann kann sie die rechte Pack decken und sie kann nach links abdecken. Aber vorne geht's ohne Pack nicht weiter. Bau noch mal den Pack oder noch mehr Grants. Beides ist möglich. Deine Infanterie ist nicht mehr auf einem Haufen rumstehen. Nicht auf einem Haufen rumstehen. Du kriegst dermaßen Strafing Run drauf. Der Gegner schwindet Munition. Dermaßen Strafing kriegst du drauf. Jetzt fährst du die Pack nach vorne. Ist Unsinn. Die muss schon längst stehen, wenn der Angriff kommt. Er kann sie ja nicht helfen. Die Pack muss ja schon längst stehen. Ja, jetzt steht sie endlich. Aber, hä? Was ist das für eine Position? Kann überhaupt nicht nach rechts wirken. Okay, zum kannst du zumindest den Croc beschießen, aber der geht dann auch nicht drauf. So, jetzt greifst du mir massiv den mittleren VP an mit Packunterstützung. Fahr die linke Pack endlich unterhalb des Medic-Bunkers hin. Hol dir was für dein Geld. Jetzt gehst du T3. Ah, ist gewagt, Mann. Spiel lieber mit Wettinfanterie. Du hast Wett gekriegt. Nicht auf einem Haufen rumlaufen. Du kriegst dermaßen Drafting Run drauf. Bau noch mehr. Ich baue noch mehr Bunker und greif massiv den mittleren VP an. Die linke Pack steht so scheiße. Jetzt greift der Gegner an, du hast ihn gesehen. Linke Pack sofort nach rechts fahren und nach oben drehen. Ne, bau noch eine Pack nach. Du stehst viel zu sehr auf einmal auf mit deiner Infanterie. Du willst dermaßen Drafting draufkriegen. Du bist, greif den mittleren scheiß VP an. Fahr die rechte Pack nach oben. Die steht da unmöglich. Die hat nur 30 Grad Winkel, wo sie schießen kann. 30 Grad Winkel. Du hättest schon längst eine Pack nachbauen müssen. Und Minen legen. Pack nachbauen, Minen legen. Du schreist nach Strafing Run mit deinem Blob rechts. Du schreist danach. Du kriegst dermaßen Strafing Run drauf. Ja, die Mitte musst du von drei Richtungen angreifen, nicht von einer. Kriegst ja bloß Strafing Run drauf. Garantiert, ja. Ja, verdammte Scheiße, was ich dir gesagt habe. Niemals. Du wärst wieder auf eigenem Gebiet gewesen, hätte vor der Fahrlein, hätte wieder in den Arsch gerettet. Ja, die linke Pack steht unmöglich. Die gibt nicht einen Schuss ab, wenn die dir jetzt überrennen. Ja, super. Jetzt holt dich der Gegner. Ja, die linke Pack ist von der rechten Pack nicht gedeckt und geht natürlich jetzt drauf. Schalt dir, hast du schon, ja, du hättest mehr Shreks noch hergeben können. Oder Minen, aber du kommst ja schon klar, die obere Pack sofort nach unten drehen. Ja, du kommst, volle Fahrleine aktivieren, volle Fahrleine aktivieren. Ja, genau, und jetzt gehst du hin und machst die platt. Schieß sie um, Mann. Jawohl, Shreks ohne Hände, Feuer frei, Mann, Feuer frei, mach ihn platt. Nicht weglaufen, Feuer frei! Also läuft den Cooldown tot, aber du hast schon längst wieder bereit, Mann. Feuer frei auf die Croc. Nimm die Mitte ein. Kapp derweil mit irgendeinem Squad die Mitte. Woll, ein Croc ausgefallen, zweiter Croc ausgefallen. Hol dir den dritten Mann ab, sofort in die Mitte mit Grants. Du hast rechts Grants stehen. Hol dir die scheiß Mitte jetzt sofort. Hol dir die scheiß Mitte. So viel Mikro musst du haben. Lass ihn nicht überfahren, Mann. Ah, nee, du lässt ihn von allem überfahren. Ein Mann ab nach Hause und wird auch noch überfahren. Mach ihn platt, Mann, hol ihn dir. Greif sofort die Mitte an mit den Grants und Volks, die du rechts hast. Mach ihn platt. Außer Kontrolle, ja, hopp, hol dir die Shrek, die da liegt mit den vier Mann. Greif sofort die Mitte an, instant. Instant Mitte angreifen und Gegner am Kontrollpunkt abschneiden. Los, greif doch an, Mann. Du hast rechts, Mann, deine VP unter 100. Pyros bauen, Frax ausschlachten. Hopp, ab nach vorne, Angriff.
330 Fuel. Ja, verdammte Scheiße. Hätte deine linke Pack nicht so beschissen aufgebaut, wäre es hier viel besser gewesen. Hopp, ab nach vorne. Gibt überhaupt keine Alternative. Jetzt brauchst du mir... Nein, nicht T4. Papayos und noch mehr Infanterie. Fax ausschlachten. Angriff. Mann, Angriff. Worauf... Schreibt's hier nicht blöd in der Gegend rum, Mann. Deine VPs ticken runter. Was soll man gegen solchen Block machen? Ja, verdammte Scheiße. Nutz ihn. Hopp, Angriff. Nicht warten, Pyros bauen, fragst auch Schlachten, die Shrek vor deinem Akku hättest du aufheben müssen. T4 ist jetzt Schwachsinn. Du bist so am Arsch, Mann. Mir bleibt leider nichts anderes übrig mit dem Fuel. Greif an, Mann, Angriff. Wozu stehen deine Spots hier rechts nur blöd rum und langweilen sich? LMG und Shrek ergeben Angriff. Angriff. Hopp, oh, mit deinem Volks oberhalb angreifen. Oberhalb von dieser Hecke rum. Gegner halt wieder in den Croc, aber du hast Pack, du bist bereit. Ja, wenn du einfach stehen bleibst die ganze Zeit, kriegst du natürlich Treffen drauf. Wieso sind deine Squads rechts und machen nichts, verdammte Scheiße? Wäre echt sauer hier. Greif an, Mann. W3 Volks, W3 Grants und Pyros. Nix macht was. Jetzt schaltest du mir Def-Artillerie frei. Dann lass dir nicht noch den letzten VP nehmen. Verdammte Scheiße, greif doch an. Greif an. Ja, nicht rumdrödeln nach vorne, Mann. Du hast da vier Mann, die sind teilweise voll reinforced. Im Angriff. Wieso hast du dich vorne wieder zurückgezogen? Vor the Farland rein und Angriff. Du hast nochmal Zombie Grants. Ab nach vorne sofort, Mann. Wieso bist du jetzt so scheiß passiv und machst nix? Ab nach vorne! Du kannst bei vorne beim Death Bunker reinforce, du hast keine Zeit mehr! Ab nach vorne, verdammt nochmal! Du hast gewonnen, als du seine Crocs zerstört hast! Wieso greifst du jetzt nicht an und machst die Sack zu? Verdammt, jetzt verlierst du! Jetzt verlierst du, du hast echt eine Chance gehabt! Ah! Shrek aufnehmen daheim! Angriff! For the Fatherland! Du, wenn du das nächste Mal von Strafing geplättet wirst, dann haust du sofort for the... Ihr steht doch nicht daheim blöd rum, Mann! Scheiße! Schau dir mal die VPs an! Angriff! Mit allem! Ich tick aus hier, was machst du denn? Du hast eine Chance, Mann! Als die drei Crocs waren, hattest du gewonnen! Jetzt das Spiel... Ja, nimm halt den scheiß VP an! Angriff auf die Mitte! Nicht wieder in Blobs, das kriegst du alle, du kriegst du nur auf die Fresse unterhalb, oberhalb der Hecke rum! Angriff! Ja, auf Angriff mit allem nach vorne! Ja, hopp, los, Mann! Du verstehst du daheim wieder blöd rum mit vollen Reinforcements? Was war, greif da ran! Ah! Boah! Du kriegst so Schreikraft hier. Angriff, Mann. Ja, wo zum Teufel, Mann? Du hast nur 22 VP, sofort Angriff. Mit allem. Wieso stehen ja voll Reinforced Squads rum und machen nix? Wieder ein Full-Unit-Kill. Ja, geh halt in die Mitte, hol den scheiß VP, greif rechts an. Überall Angriff. Du hattest gewonnen, als deine drei Crocs kaputt waren. Du hast es jetzt voll verkackt. Ja, du kriegst den anderen Croc auch noch. Jawohl, jetzt greif an. Ja, wieso stehen hier jede Menge W3-Squads rum, die nichts machen? Und wieso hast du den mittleren VP nicht eingenommen? Sofort zum VP hin. Ja, geh sofort zum VP hin, Mann. Schau mal deine VPs an. Hey, nur wegen deiner VP-Ignoranz gehst du jetzt drauf. Du hattest über 100 VP, als du die Crocs zerstört hast. Und jetzt bist du im Arsch, weil du dir nichts drum geschissen hast. Pack nach vorne, umgetan, sofort. Sofort pack ungetan nach vorne. Nein, nicht abhauen. Du hast keinen neuen Angriff mehr. Du musst hier bleiben. Nicht, keine Flucht mehr. Jetzt wird nicht mehr geflohen. Hau for the Fatherland rein. Hau for the Fatherland rein und Angriff. Angriff, nicht abhauen. Du hast keinen neuen Angriff. Jetzt ist vorbei, Mann. Jetzt ist vorbei. Du hast keinen neuen Angriff mehr. Jetzt wird nicht mehr retreated, wenn du unter 10 VP hast. Eigentlich schon wird schon unter 30 VP nicht mehr retreated. Jetzt ist vorbei. Jetzt hast du verloren. Das ist mittlerweile das 6. oder 7. Zombie-Squad. Boah, das Spiel hat mir Nerven gekostet. Jetzt ist vorbei. Du hattest echt eine Chance, Mann. Du hattest echt eine Chance. Du hattest eine verdammt gute Chance. Du hast eigentlich gewonnen gehabt. Guck ganz chronologisch von Anfang an. War gar nicht viel falsch. Schön, dass du gewired hast. Henker war im Early sehr gut. Deshalb hast du auch so viel Map-Control verloren. Du hattest echt eine Chance zurückzukommen, aber dein Pack-Mikro war nicht allzu gut. Es waren Mikroschwächen, die das Spiel gekostet haben. Mikroschwächen. Du hättest früher nach links durchcappen müssen, mehr Minen legen, und dass du hier am Schluss... Du hast die Crocs gut abgewehrt. Bloß for the Fatherland hätte ich noch früher reingehauen und lass sie gar nicht erst in die Base rein, weil da spinnt die Wegfindung und wirst du nur überfahren. Lass sie gar nicht in die Base rein. Die linke Pack war so scheiße aufgestellt. Hättest du sie unterhalb vom Medic Bunker aufgestellt, hätte der Gegner sie nicht rushen können. Und wenn er es macht, dann kann die rechte Pack sie decken. Die rechte Pack stand eine ganze Zeit lang total beschissen an dieser Hecke da, mit dem 30-Grad-Schutzwinkel, der unmöglich war. Die muss eher bei dem HMG da stehen. So dass sie halt gerade mit ihrem Schussradius da die offene Hecke hier abdeckt, dass sie da halt rausschießen kann. Pack-Mikro war schlecht, hat dir viel gekostet. Du hättest die Shrek aufheben müssen, die deiner Mainbase stand, und